Willkommen zurück in den sieben Königslanden, ihr holden Recken und Reckinnen. Wir sind wieder zurück in Flussrad und sehen dort schon ein paar Feinde auf uns zustoßen. Denn Valar hat sich in unserer Burg eingenistet und wir werden uns jetzt mal sein Gefolge beseitigen. Diese verdammten Misttypen, ja, wollen hier uns unser Land bestehlen. Das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Und machen diese Typen jetzt endlich mal richtig fertig. So, das war's mit euch. Tja, weil Last Männer haben gegen uns nichts entgegenzusetzen. Und ich muss noch mal gucken, was denn unsere nächsten Aufgaben so sind. Kapitel 10, Alistair Scheideweg. Oh, da haben wir die eine Sidequest gar nicht gefunden. Da muss ich mich eventuell nochmal auf die Suche machen. Und jetzt müssen wir erneute Rückkehr. Und mit Mors müssen wir ja nach Königsmund ein paar Recken. Quatsch, ich drücke mal die verkehrten Tasten. Ein paar Recken für die schwarze Festung finden. Ich glaube, das ist immer noch hier. Nee, nicht, glaube der Ahne, sondern frisches Blut. In den Tunnel von bla bla bla. Okay, das müssen wir, glaube ich, auch noch nachholen. Das wird gar nicht angezeigt, die Quest, die wir da so sehen. Denn ich glaube, sie führt. Sie wird uns auch nicht angezeigt irgendwie. Aber wir werden da mal hingehen. Vielleicht steht da ja jemand, der diese Quest uns übergeben wird. Aber ich denke, da ist das Tor, ne? Ja, da ist das Tor. Und, ne. Wir müssen uns erst um Valar kümmern. Denn er hurt hier rum. Möchte sich mit seiner Halbschwester, ja, vermählen, damit er an das Land kommt, was ihm eigentlich gar nicht zusteht. Und das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ich finde auch erstaunlich, dass Mors sich relativ gut wiederholt hat. Ich meine, sieht ja jetzt wieder ganz fit aus, geht hier ganz normal rum. Ja, und da ist unser Kumpel Harwin. Was geht, Junge? Alistair, gedankt sei dem Vater. Niemand hat etwas von euch gehört. Ich hatte schon angefangen, die Hoffnung aufzugeben, euch jemals wiederzusehen. Ja, ich bin am Leben und es geht mir gut. Aber Valar würde das gerne ändern. Seine Männer haben den Befehl, mich zu töten. Ich hatte so etwas Niederträchtiges erwartet. Als er zu uns kam und erzählte, ihr seid tot, dachte ich sofort, dass dies eine List seinerseits sein musste. Das sieht einem Aasgeier wie ihm ähnlich. Unglücklicherweise wird er nicht die Gelegenheit bekommen, Alistair tot zu sehen. Harwin, das ist Ritter Mors Westford, ein alter Freund. Auch er hat eine Rechnung mit meinem Halbbruder zu begleichen. Dann müssen wir schnell handeln. Die Hochzeit wird bald beginnen. Wir müssen zu den Veranrufen. Wenn sich die Nachricht meiner Rückkehr verbreitet, wird Valar den kleinen Rest Glaubwürdigkeit, den er noch hat, verlieren. Die Lords werden sich meiner Sache anschließen. Ich wünschte, es wäre so einfach, Alistair. Verlasst euch nicht zu sehr darauf. Leider habt ihr bei den Lords keinen besonders großen Rückhalt. Schließlich habt ihr für Lord Tywin gekämpft und wart deswegen für Jahre weg. Und nach der Rebellion seid ihr spurlos verschwunden. Einige Leute haben noch nicht einmal von euch gehört. Sie hätten lieber Gawain eurem Vater nachfolgen sehen. Oder sogar eure Schwester, wäre sie keine Frau. Aus all diesen Gründen akzeptieren sie Valar als ihren neuen Lord, trotz all seiner Unzulänglichkeiten. Mit ihm sehen sie die Zügel der Macht über Flussrad weiter in den Händen von Elyana. Aber beim Herz des Feuers, wie können sie nur so blind sein? Valar wird mit niemandem die Macht teilen. Elyana wird nichts mehr zu sagen haben, sobald die Vermählung vollzogen ist.
Eure Schwester ist keine Närrin. Solange ihr am Leben seid, wird sie keine Ehe schließen, die sie letzten Endes alles kosten würde. Aber um das zu verstehen, muss sie euch mit eigenen Augen sehen. Mit der Unterstützung eurer Schwester könnt ihr euch die Gefolgschaft all jener sichern, die an sie glauben. Erstmal, wie ist die Lage in der Burg? Es überrascht mich, dass niemand das wahre Wesen von Valar durchschaut. Was ist in der Burg seit seiner Ankunft geschehen? Die Stimmung ist angespannt. Viele stehen dem Gedanken, dass ein Bastard den Thron eures Vaters besteigt, argwöhnisch gegenüber. Und dass Valar diesen unheiligen Bund erzwingen will, hat sie auch nicht gerade beschwichtigt. Erzwingen, sagt ihr? Dann bedeutet das, dass die Königin diese Zeremonie nicht gebilligt hat. Und wenn es keine königliche Entscheidung ist, bedeutet das, dass der Bastard auf eigene Faust handelt. Ich muss mit Illyana sprechen. Ich kann ihr in eurem Namen eine Botschaft übermitteln und ein Treffen an einem diskreten Ort vereinbaren. Es ist riskant. Wer sagt, dass sie einer Vormachtstellung als rechtmäßige Lady der Burg gegenüber abgeneigt ist? Sollte dies der Fall sein, könnte sie uns hintergehen. Morse, du sprichst von meiner Schwester. Sie würde so etwas niemals tun. Ich will kein Risiko eingehen. Glaubst du wirklich, dass ein schmächtiges Mädchen und einige kleine Lords nur das Geringste gegen Valars Männer ausrichten können? Ich möchte dich daran erinnern, dass Rühmann uns Kämpfer zugesichert hat. Habt ihr Rühmann gesehen? Ja, er sucht in der Stadt nach fähigen Männern. Er wird sich uns dann anschließen. Mir gefällt die Idee, nicht tatenlos herumzustehen und auf ihn zu warten. Ich sollte so bald wie möglich mit Illyana sprechen. Wir können später zurückkommen. Harwin, bitte unterrichtet sie über meine Ankunft. Ich werde ihr eine Nachricht zukommen lassen. Auch wenn ich mich selbst nicht länger frei in der Burg bewegen kann, gibt es noch immer einige Diener, die mir treu geblieben sind. Ausgezeichnet. Sagt ihr, sie soll nahe dem Eingang zum Götterhain auf mich warten. Das ist diskret genug. Nun gut, bleibt hier, es wird nicht lange dauern. Erledigt. Illyana sollte auf euch gegenüber der Wassermühle warten. Dann los. Harwin, bitte bleibt hier für den Fall, dass Rühmann auftaucht. Natürlich. Mögen die Götter mit euch sein, Alistair. Zu sehen, wie ihr Flussrad verteidigt, euer Vater wäre stolz auf euch. Vielen Dank, Harwin. Okay, dann... Oh, heilige Scheiße, was ist denn das jetzt? Sicherheit auf den Straßen sorgt, dass die Blutsauer nicht mehr auf den Straßen vom Flussrad unsicher machen. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall mal erledigen, dass wir erst hier mal seine Gefolgschaft erledigen. Einmal hier. Ein Geschenk? Ja, natürlich. Aber ein ganzes Schaf? Ich kann einfach nicht, Milord. Du blökst ja sogar mehr rum als ein gottverdammtes Schaf. Sei ruhig und schaff das Fleisch her. Ihr werdet später die Gelegenheit haben zu plündern, wenn ihr in der Hölle seid. Ups. So. Mögen die Sieben euch beschützen, Milord. Diese Diebe haben sich alles genommen, was sie wollten. Wenn man bedenkt, dass sie hier eigentlich für Recht und Ordnung sorgen sollen. Tja, macht euch keine Sorgen. Ich werde diesen schändlichen Taten bald ein Ende bereiten. Okay, wir können jetzt noch ein bisschen auf dem Marktplatz klauen. Noch einen Kriegsbogen. Da hinten sind noch welche. Was machen die hier? Es nutzt nichts, sich zu wehren. Alter. Verdammt seid ihr. Kommt hierher, damit ich euch die Schädel einschlagen kann. Diese Bastarde. Wollten hier eine Frau vergewaltigen? Danke, vielen Dank, Milord. Wenn ihr nicht gewesen wärt. Nimm deine Kleider und lauf nach Hause, Kind. Du musst es heute schon genug durchmachen. So, und drei Trupps haben wir noch. Und die sich hier an Flussrad vergehen. Du wirst schon sehen. Mister, ihr werdet gleich den Tod sehen.
Oh, es brennt ja keiner mehr, scheiße. Nun, sie sollten zumindest niemand mehr verletzen können. Du sagst es, Mors. Die Glocken läuten, heißt es, die Hochzeit ist schon im Gange, oder, ja, nicht so. Ich hoffe noch nicht. Wie ging der? Genießt ihr euren Krug mit Küsse? Ich hoffe, es war es euer letzter sein wird. Gut gemacht. So, kein Problem für unser Super-Duo. Eigentlich ja ein Trio. Ich frag mich, wo der Hund, ob wir den irgendwann wiederbekommen. Die vergewaltigen ja schon wieder, oder? Du willst mich bestehen, du... Ich sorge hier für Recht und Ordnung. Lass den Mann gehen. Steh auf und hinfort mit dir. Deine Taten werden heute ungestraft bleiben. Danke dem Herrn des Lichts dafür. Danke, Milord. Es wird nicht wieder vorkommen. Das will ich hoffen. Oh, was ist denn hier passiert? Wir sind natürlich tapfere Recken, die niemanden fürchten. Und deswegen machen wir die auch mal fertig. Es ist natürlich blöd, dass die nicht in dem Ding ist entstanden. Alistair macht hier mal regenerative Hitze, nicht dass der in uns kackt irgendwie. Und das war's mal wieder. Bastarde. Okay, auf zu Eliana. Aber schnell, da sie. Alistair, du lebst. Der gnädigen Mutter sei gedankt. Ich hatte wirklich gehofft, dass er lügt. Aber nachdem wir keine Neuigkeiten erfahren hatten, musste ich mich dazu durchringen, dieser Zeremonie zuzustimmen. Mach dir keine Sorgen, kleine Schwester. Ich bin gekommen, um dies alles zu beenden. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass ich dich das sagen höre. Eliana, das ist Mors. Er ist ein alter Freund von mir. Vielleicht erinnerst du dich noch an ihn. Ja, ich glaube schon. Es tut mir leid, Alistair, aber die Zeit wird knapp. Wir müssen diese Hochzeit verhindern. Wir sind gekommen, um Valar zu töten. Wir sind gekommen, weil wir seinen Kopf wollen, Milady. Das sollte eure Probleme lösen. Ihn töten? Nein. Ihn zu ermorden würde nicht helfen, unsere Probleme mit der Krone aus der Welt zu schaffen. Ganz im Gegenteil. Sobald Valar nicht mehr ist, bleibt nur noch Alistair, um die Geschicke Flussrats zu lenken. Als rechtmäßiger Erbe. Er hat versucht, mich zu töten, Eliana. Seine Männer haben mich auf seinen Befehl hin in unseren eigenen Straßen angegriffen. Wenn unsere Vasallen von seinem Verrat erfahren, werden sie sich gegen ihn erheben. Ganz egal, was die Königin sagen könnte. Niemand wird zwischen mir und dem Thron unseres Vaters stehen. Ja, natürlich. Du scheinst nicht überzeugt zu sein. Stimmt etwas nicht? Ach nichts, ich... Was ist mit mir? Ich werde mich natürlich um sie kümmern. Ich hoffe auf die gute Art, Alistair. Wir werden einen anderen Ehemann für dich finden, falls das deine Sorge ist. Einen, der dich glücklich machen kann. Und falls nicht, wirst du in Flussrat bleiben unter meinem Schutz. Ich weiß nicht. Du kannst mir vertrauen, kleine Schwester. Du verstehst wirklich nichts von Frauen, großer Bruder. Aber um ehrlich zu sein, du hast mich bereits einmal im Stich gelassen. Wie kann ich sicher sein, dass du es nicht wieder tun wirst? Ich würde die Vergangenheit gerne vergessen, Alistair. Und ich würde gerne an dich glauben. Aber das ist nicht leicht. Die Menschen von Flussrat kennen dich nicht. Alles, was unser Volk weiß, ist, dass du in den Krieg gezogen und danach verschwunden bist. Ich habe mich abgerackert, um unsere Ländereien zu erhalten, um Lord Tywin zufriedenzustellen und um uns die Loyalität unserer Vasallen zu sichern, trotz unserer Schande.
Vater hat immer gesagt, es muss alles für die Rückkehr deines Bruders vorbereitet sein. Aber an uns wurde niemals ein Gedanke verschwendet. Als Frau habe ich mein Schicksal akzeptiert. Für Gavin war es jedoch anders. Vater wollte ihn nicht als Erben. Er hat ihn pausenlos herabgesetzt. Am Ende hat er ihn aufgrund ihrer nicht enden wollenden Streitereien enterbt. Dann ist Gavin gegangen, Vater gestorben und du bist plötzlich wieder aufgetaucht, als ob nichts geschehen sei. Du scheinst zu denken, dass Flussrat dir rechtmäßig zugesprochen wird. Aber vergiss nicht, wer das möglich gemacht hat. Ja, ist auch schwierig für sie, aber dennoch, nein, natürlich, Flussrat braucht sie, ja? Also, Wie kannst du nur so etwas sagen? Ich wäre ein miserabler Lord ohne dich an meiner Seite. Wir werden Flussrat gemeinsam vor den Blutsuchern beschützen. Und wir werden hier gemeinsam regieren. Es ist vielleicht nicht das, was Vater gewollt hätte, aber es ist nur gerecht. Gut, ich glaube dir. Du hast meine Unterstützung. Ich bin froh, das zu hören. Wenn du nun die Güte hättest, du müsstest für mich die Lords versammeln. Ich werde bald Valar gegenübertreten und brauche sie, bereit, mich zu unterstützen. Das sollte möglich sein. Unter dem Vorwand, etwas für die Zeremonie vorzubereiten, könnte ich mit ihnen sprechen, ohne dass Valar Verdacht schöpft. Ich verlasse mich darauf, dass du sie überzeugst, kleine Schwester. Ich werde mein Bestes geben. Sei vorsichtig. Eine verdammt starke Frau. Deine Schwester weiß, was sie will. In ihr steckt das Herz eines Kriegers. Würde es mehr Frauen wie sie geben, wäre die Welt ein besserer Ort. Ja, die Welt braucht großartige Frauen wie deine Schwester. Komm, wir haben viel zu tun. Oh ja, dann gibt's keine Kriege mehr, sondern nur noch ein paar Länder, die nicht mehr miteinander reden wollen. Das war jetzt natürlich das war nicht böse gemeint, war nur ein kleiner Scherz, ja. Also bitte nicht allzu ernst nehmen. So, wollen wir mal schauen, was wir jetzt weitermachen. Erneute Rückkehr. Blablabla, geht zurück zu Haven. Und wir erwarten Rühmann. Aber Rühmann werden wir erst in der nächsten Folge erwarten, denn die Zeit ist leider schon wieder abgelaufen. Und wir rennen hier schon wieder kreuz und quer. Wir werden natürlich noch mal kurz zu Haven gehen und dann war es das für die heutige Folge. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Ja, und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn noch, auch wenn das Wetter momentan ziemlich scheiße ist. Aber macht das Beste draus. Tschüss.